Hey Leute, herzlich willkommen bei Buff Strong Bear und ich bin Johannes Queller und mir geht schon richtig die Muffe. Ich habe sogenanntes Muffensausen und ich trete jetzt hier gegen Almir an. Wir machen beide Grace. Ich bin so aufgeregt. Ich war das letzte Mal, ich glaube, in Rio vor Olympia so aufgeregt. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gemacht. Wenn ich danach nicht mehr lebe, sagt meinen Kindern, dass der Papa sie lieb hat. Bitte tut das. Also, ich muss ehrlich gestehen, auch als Crossfitter, ich habe noch nie eine Grace gemacht. Und ich bin genauso aufgeregt, weil ich weiß auch nicht, was mich erwarten wird. 60 Kilo Knien-Jerk oder Ground-to-Overhead mit 60 Kilo, 30 Wiederholungen. Und ja, es wird einfach richtig eklig. Ich glaube, 10 Wiederholungen werden so okay sein, aber dann wird es nur noch ein Kampf. Ich habe irgendwas vorhin gehört, ich weiß gar nicht, Dan Bailey? Unter einer Minute? 56 Sekunden. Ich werde so 6 Minuten 50 Sekunden brauchen vielleicht. Mal gucken. Almir hat schon vorhin den ganzen Tag, war ja super aufgeregt und hat die ganze Zeit sich verrückt gemacht, dass wir das jetzt machen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Challenge und mal gucken, wie wir beide da abschneiden. Almir ist es mal einfach ein Viertel von seiner Max-Leistung. Ich werde später dazu was sagen. Ich sehe alles im Schwimmen. Aber ich habe mich
auf jeden Fall am Anfang zu sehr gepaced. Viel zu langsam angefangen. Das ist die Scheiße, wenn man weiß, wie CrossFit-Watts sich anfühlen. Dann fängt man langsam an. Ich hätte auf jeden Fall ein bisschen schneller machen können. Ah, aber zum Schluss haben wir gut aufgeholt. Du lagst die ganze Zeit in Führung. Ich fand's mit 15 Wiederholungen fand ich's hart. Da war dann sehr schwer, sich konzentrieren und. Aber das Geile bei mir ist halt, dass wirklich das Gewicht leicht ist. Ja. Auch wenn ich die 30. Wiederholung anpacke, mir bereitet das keine Schwierigkeiten, das Gewicht wegzuheben, sondern einfach... Die Puste. Genau, die Puste. Und dann wird der Muskel halt so dick und übersäuert. Ah! Geil angekommen. Ah, das ist erstmal warm, ey. Wuhu! Alter, Ich hab's daran festgemacht. Wir haben bei uns im Gym so eine Challenge. So ein 75-Kilo-Ball. 30 Mal über die Schulter. Und da brauche ich 5 Minuten 4. Und dann habe ich mir gedacht, ja, 60 Kilo. Ich hab schon Ewigkeiten keinen Wort mehr gemacht. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe das ja nie gemacht. Das ist das erste Mal. Ich muss ehrlich sagen, als wir vorher das besprochen haben, hat er gesagt, wir können mal Grace machen. Ich war heute den ganzen Tag war ich aufgeregt. Ich war wirklich nervös wie vom Bett. Ich weiß. Vorhin, als wir noch Technikvideos gemacht haben, wo er meine Technik gecheckt hat, hat er schon die ganze Zeit zwischen. Schon rumprobiert. Ich bin jetzt froh, dass es rum ist.